Hallo und herzlich willkommen bei VulkanTV. Rechtzeitig zum Start in die Adventzeit möchten wir Ihnen wieder die Veranstaltungen der vergangenen Woche exklusiv in Ihr Wohnzimmer liefern. Folgende Beiträge sind diesmal mit dabei: Der Bezirkstrachtenball in Feldbach, der Businessabend im Autohaus Uitz, der Tag der offenen Tür in der Körperwerkstatt, ein Glückwunsch zum 90er und eine neue Folge von Schnell gefragt. Im Zentrum in Feldbach luden Bauernbund und Landjugend wieder zum Trachtenball. Zahlreiche Trachtenfreunde nahmen diese Einladung gerne an. Der folgende Beitrag wird Ihnen gewidmet von Trachtenmoden Hiebaum. Die Tradition stand auch in diesem Jahr im Mittelpunkt des bereits dritten Bezirkstrachtenballs im Zentrum Feldbach. Der Bauernbund und die Landjugend Feldbach freuten sich gemeinsam über einen gelungenen Ballabend. Ich bin sehr glücklich, vor allem muss man sagen, ohne Partner, die das unterstützen, wäre das nicht möglich. In erster Linie Mode und Tracht Hiebaum, die den Ball schon das dritte Mal großartig unterstützen. Und man sieht da die jungen Madeln, die feschen Buben in einer hübschen Tracht, das ist was Besonderes. Der Tanzboden ist voll und da bin ich sehr glücklich. Eröffnet wurde der Abend standesgemäß mit einer Bolognese. Die schwungvolle Tanzeinlage wurde eigens einstudiert. Sehr zur Freude der Gäste, die begeistert mitklatschten. Wir haben insgesamt 5 Proben haben wir gehabt, meistens am Freitag, am Abend. Und am Anfang hat es schon ziemlich zart, da haben wir einige Stunden trainiert, aber beim letzten Mal ist es schon super gegangen und da waren wir innerhalb von einer halben Stunde mit allem fertig. Nach der Polonaise hieß es: Alles Walzer! Die Gäste ließen sich nicht lange bitten und brachten mit Tracht und Tanz die gelebte Tradition taktvoll zum Ausdruck. Da trifft man Jung und Alt in einer besonderen, schönen Tracht, die in der Region auch handgefertigt wird, und eine gute Kulinarik, exzellenter junger Wein, Junker in diesem Fall. Also alles, was das Herz begehrt, finden wir hier beim Trachtenball. Eine besonders originelle Idee war diesmal die Fotoecke, wo man sich ein spezielles Andenken an den Ball mit nach Hause nehmen konnte. An den verschiedenen Bars herrschte zur Freude der Veranstalter großes Gedränge und an den Tischen wurde auf einen bunten Ballabend angestoßen. Wir profitieren ja von der Jugend. Ich komme selber auch aus der Landjugend. Ich habe dort meine ersten Sporen verdienen müssen, nicht? Und so kämpfen wir sie einfach nach oben. Und da hat man immer Bezug zur Landjugend. Man soll, das vergisst man nicht, von wo man hergekommen ist. Und viele Leute sagen, die Jugend, ja, so gewisse Ansichten, was sie eigentlich nicht kennen, aber ich sage, die Jugend ist voll in Ordnung, voll okay. Auf die können wir uns verlassen. Der Bezirkstrachtenball. Ein Abend der gelebten Tradition. Das Autohaus Uitz in Feldbach präsentierte bei einem Businessabend den neuen Mercedes Sedan. Auf die Gäste wartete dabei neben dem neuen Modell auch eine kleine Überraschung. Der folgende Beitrag wird Ihnen gewidmet vom Autohaus Uitz, Reiber Marketing und dem Backprofi Christian Ofner. Im Autohaus Uitz in Feldbach wurde bei einem stimmungsvollen Businessabend das neueste Mitglied der Mercedes-Familie vorgestellt. Der Abend konnte mit einem abwechslungsreichen Programm aufwarten. Ja, es war ein sehr gelungener Abend. Es hat mich sehr fasziniert, wie man Unternehmer dazu bringen kann, auch Kekse zu backen und vor allem in der Freizeit zu kommen und nett zu werken. Und wir konnten sehr viele Kontakte unter den Unternehmungen herstellen. Umringt von aufwendig in Szene gesetzten Nutzfahrzeugen lauschten die Gäste gespannt der Präsentation, die durch Bilder des Fotoclubs Feldbach
ein weiteres optisches Highlight beinhaltete. Im Mittelpunkt stand jedoch der neue Sedan, dessen Stärken vielseitig sind. Perfektes Stadtauto, perfekt für Bäcker oder für kleinere Fahrten, für Post zum Beispiel, einfach irgendwo im Gebiet von der Stadt. Das richtige Fahrzeug für kleinere Unternehmen oder auch für kleinere Zwecke für die Firma. Das Auto ist komplett neu für uns, weil wir in der Schiene von Mercedes-Benz bis jetzt so etwas nicht hatten und freuen uns schon, wenn das erste jetzt ausgeliefert werden kann. Bevor es aber zur Auslieferung kommt, musste sich das Auto einer ganz besonderen Prüfung unterziehen. Mit Unterstützung des Backprofis Christian Ofner wurden im neuen Sedan, passend zur Vorweihnachtszeit, Kekse gebacken. Der Bäckermeister stand den Gästen mit Rat und Tat zur Seite und stellte gleichzeitig auch sein Buch mit vielen Tipps fürs Backen vor. Es sind 50 Rezepte drinnen, ein einfaches Buch mit vielen Schritt-für-Schritt-Anleitungen dazu und was hundertprozentig funktioniert. 100% gaben auch die Teilnehmer beim Keksebacken, gab es doch das Auto für eine Woche zu gewinnen. Beim Gestalten der Leckereien waren dabei der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und auch diverse Hilfsmittel kamen gekonnt zum Einsatz. Also mein Hobby ist nicht Keks backen, sondern Teig machen und vernaschen. Mein Problem ist, dass meistens das Rohr kalt bleibt, weil ich vorher schon den Teig entsorge. Der Teig, der nicht vernascht wurde, wurde zu Keksen verschiedenster Formen gebacken, die zum Abschluss von einer Medienjury bewertet und prämiert wurden. Die Bäcker der originellsten 4 Kekse durften sich über den Sedan freuen, der ihnen nun für eine Woche zur Verfügung steht. Die restlichen Teilnehmer konnten zumindest reichlich Erfahrung sammeln und werden die erworbenen Backkenntnisse womöglich in der kommenden Adventzeit umsetzen. Ein Programm für den gesunden Geist im gesunden Körper hat die Körperwerkstatt in Feldbach. Am Tag der offenen Tür machten die Kunden eine gute Figur. In der Körperwerkstatt in Feldbach gingen die Kunden am Tag der offenen Tür in Position und zeigten, was ihnen gut tut. Das Training auf dem Powerblade kräftigt Muskelpartien und spricht einzelne Muskelgruppen gezielt an. Wichtig auf dem vibrierenden Gerät ist die eigene Körperspannung. Zum Einsatz kommt das Powerblade oft bei Rückenproblemen. Ich hatte eben vor Jahren einen Bandscheibenvorfall, das sehr schmerzhaft war, habe da 2 Jahre lang herumlaboriert. Und das ist jetzt meine Gelegenheit, jetzt vorbeugend wirken zu können und eben meine tiefen Muskulatur mit dem Powerblade aufzubauen. Nach dem Kräftigen ist das richtige Dehnen so wichtig wie das optimale Entspannen. Die Massage ist nach dem Workout durchblutungsfördernd und wohltuend. Powerblade ist ein effektives, schnelles Training, ein Ganzkörpertraining, wo man ganz gezielt die Tiefenmuskulatur aktivieren kann, die Muskulatur, die feine Muskulatur um die Wirbelsäule, und auch ganz gut ist es gegen Osteoporose. Und man merkt bald einmal einen Erfolg, straffe Muskulatur, Zellulite wird weniger und ein schneller, kurzes, schmerzloses Training. Beim IQ-Flow wird am Federzug bei Musik trainiert. Das IQ-Flow kräftigt und stabilisiert, statisch oder dynamisch. Die Methode zur Ganzkörperfitness gibt es erst 2-mal in der Steiermark. Auch der Geist wird angespornt. Dafür sorgen die Personal Coaches beim mentalen Training. Wir haben ein Programm entwickelt, was sich ganzheitlich arbeitet. Körper, Geist und Seele. Das IQ ist genau dieser Teil, wo die fließenden Bewegungen sind. Und wir möchten uns genau in dem Bereich unterscheiden, wo wir sagen, wir gehen zu den Menschen dann hin und möchten das mentale Training direkt mit einfließen lassen in der Bewegung. Die Grundbegriffe mentales Training ist heute jeder Mann und jeder Frau eh ein Begriff aus dem sportlichen Bereich. Und das genau möchten wir uns zunutze machen. Manche Fettpölsterchen bleiben aber hartnäckig. Diese Problemzonen wurde die Fettzellenzerlegung vorgestellt. Ultraschallsignale nehmen dabei Fettzellen gezielt in Angriff. Dazu gibt es das passende Ausdauertraining wie Zumba. Zum Probieren und Testen ist jede erste Kurseinheit kostenlos. Eine Besucherin tritt nun nach der Preisverlosung ihren großen Gewinn an.
den Wellnessurlaub in Kroatien. Als Überraschung zum 90. Geburtstag besuchte Landeshauptmann-Stellvertreter Hermann Schützenhöfer seinen ehemaligen Lehrherrn. Der folgende Beitrag wird Ihnen gewidmet von der Steirischen Volkspartei. Aus dem freudigen Anlass des 90-jährigen Geburtstages von Anton Marbler kam der erste Landeshauptmann-Stellvertreter Hermann Schützenhöfer nach Kirchbach in der Steiermark. Dort fand in kleiner und illustrer Runde die Geburtstagsfeier des langjährigen Bürgers der Markgemeinde im Gasthaus Fürnschuss statt. Hermann Schützenhöfer lernte seit dem Jahr 1967 bei Anton Marbler den Beruf des Gemischtwarenhändlers. In dem Kreislerladen, der noch heute in Kirchbach besteht, hat der Überraschungsgast viele Erfahrungen fürs Leben gesammelt. Er war ein großartiger Lehrherr. Ich denke, dass ich die journalistische Begabung, die in mir gesteckt ist, dass er die eigentlich erweckt hat. Er ist ja bis heute ein Formulierungskünstler und es gibt in Kirchbach, glaube ich, niemanden, der so gestochen schön schreiben kann bis heute wie er. Ich bin ja in sehr jungen Jahren Lokalberichterstatter zum Beispiel für die Kleine Zeitung und für die Tagespost gewesen. Er hat gesagt, bewirb dich dort, schreib mit, du kannst gut formulieren und so ist auch die Verbindung zur jungen ÖVP entstanden über eine Zeitung. Hat mich jedenfalls geprägt, auch in dem Sinne, dass man Rücksicht nehmen soll auf Bedürfnisse der Menschen, auf Schicksale der Menschen. Ja, das war schon eine ganz wichtige Station und ich bin dankbar, dass ich da lernen habe dürfen. In der 50 Quadratmeter großen Verkaufsstelle, in der Hermann Schützenhöfer als Lehrling arbeitete, wurde nahezu alles angeboten. Nicht nur Lebensmittel, Kleidung und Handwerkszubehör, sondern im Besonderen auch Zeitungen. Das Sortieren der Zeitschriften war dem heutigen Politiker damals die liebste Beschäftigung, erinnert sich sein Lehrherr. Wir haben Zeitungen gehabt, Zeitungsverschleiß, und das ist auch Kommissionsware. Und da muss am Monatsende von den unverkauften Zeitungen die Köpfe abgeschnitten werden. Das kann man im Geschäft machen, aber der Hermann war oft nicht da, ist ins Nebenraum, haben wir so ein Handmagazin gehabt und hat er das abgeschnitten. Und auf der ersten Seite waren die ganzen politischen Artikel drinnen. Und das war eigentlich die Basis für seine Politikerlaufbahn, glaube ich. Und das hat er oft so lange ausgeblieben, ist nicht daherkommen, weil er alles genau durchgelesen hat. Bürgermeister Josef Winter, Vulkanlandobmann und Landtagsabgeordneter Josef Ober sowie der Pfarrer der Gemeinde Christian Grabner stellten sich als Gratulanten ein. Im Gasthaus Fürnschuss feierte man noch in geselliger Runde das große Ereignis und genoss den Tag mit schönen Erinnerungen. Auch unser Schnell gefragt widmet sich aktuell der Adventzeit. Dafür haben wir diese Woche eine Umfrage zum Thema Weihnachten gestartet. Beginnt die Weihnachts- und Adventsstimmung schon jetzt in Ihrem Heim? Das Haus wird ein bisschen dekoriert und ein Adventkranz, natürlich grün gebunden, frisch gebunden. Und der Duft von den Tannenzweigen ist einfach Adventzeit. Also wichtig ist für mich einmal der Eingang, dass der mit Kerzen beleuchtet ist. Und dann drinnen ein Adventkranz und diverse Sachen, halt so Blumenstöcke aufgeschmückt und viel Kerzen. Ja, einfach romantisch. Nein. Noch nicht, das Haus noch nicht, aber ich versuche mich schon auf die weihnachtliche Stimmung einzustellen. Ein paar Kerzen aufstellen, ein bisschen so Glitzerzeug und ja, man versucht es halt jetzt schon ein bisschen, wo es draußen noch warm ist, aber man versucht es. Schön langsam fangen wir an, ja, zum Dekorieren und Ideen sammeln, ja. Naja, da geht man halt zum Blumenlanger und da holt man sich schon die ersten Inspirationen mit Adventkalender mit Kerzen, mit glänzenden Sachen, mit Licht. Gestern war schon Weihnachtsausstellung beim Elektrobayer, das war super. Und ein bisschen Glühwein dazu, vielleicht vorher ein bisschen topen, das geht schon. Eher natürliche, mit Tannenzweige, alles was halt in der Natur und mit Kerzen. Natürlich, ja. Bei uns zu Hause fängt Weihnachten eben immer mit dieser Weihnachtsausstellung hier an. Und das ist immer eine gute Einleitung für das Weihnachtsfest. Natürlich. Allein die Dekorationen und rundherum, es fängt jetzt an das Kekselbacken an und es wird natürlich ganz toll.
Also bei den Fenstern haben wir schon ein bisschen dekoriert und so schon, ja. Wissen Sie, welche Farbe bei Weihnachtsdekorationen heuer im Trend liegt? Grün. Für die hinten ganz viel sehr grün ist und türkisblau momentan auch sehr viel, was man sieht. Also wenn ich mich hier so umsehe, tippe ich stark auf Weiß und Silber, wobei mir eigentlich auch die klassischen Farben Gold, Rot und Grün ganz gut gefallen. Vieles wieder wiederholt, also Gold, Silber, also die Farben kommen immer wieder. Nein, aber ich schätze, es ist jetzt so ein Trend Rot, Grün, Gold, also das ist, glaube ich, mal so ein steirisches Zeichen für Weihnachten und sonst, keine Ahnung, bunt, keine Ahnung. Weiß ich nicht, aber bei uns ist Weihnachten jedes Jahr total bunt. Die Dekoration, ja, Rot, Gold, Grün, also in den altherkömmlichen Formen, nicht das moderne Lila und Weiß. Nein, also überhaupt keine Ahnung, nein. Weiß ich nicht, was im Trend ist. Was ich so gesehen habe, Weiß und Silber, ja. Super, danke. Das stimmt, ganz genau. Vielen Dank für Ihre Meinung. Im anschließenden Programm ist Professor Hans Schleich wieder mit einem neuen, interessanten Bericht auf Schleichwegen unterwegs. Ich wünsche Ihnen einen besinnlichen Start in den Advent und freue mich, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder bei VulkanTV einschalten. Auf Wiedersehen! Muskelmasse Sie haben, desto leichter fällt Ihnen das Abnehmen. Das Enjoy Feldbach ist dafür ein kompetenter Partner. Mit Enjoy zur Wunschfigur. Gepflegt wohnen in Sinabelkirchen. Das Pflegezentrum im Grünen verbindet die Dienstleistung und den Service eines Hotels mit der Pflegekompetenz eines hochqualifizierten Teams. Ein neues Angebot des Hauses ist das Stammgastwohnen. Dieser Urlaub von der Pflege gibt pflegenden Angehörigen durch planbare Auszeiten die Möglichkeit, sich körperlich und seelisch zu erholen. Der zu Pflegende findet als Stammgast durch die monatliche, zweimonatliche oder quartalsmäßige Regelmäßigkeit ein vertrautes Umfeld vor. Der neue Weg der Pflege. Gepflegt wohnen in Sinabelkirchen und Hart bei Graz. Ballzeit ist Trachtenzeit. Elegant, modisch und trachtig in die Ballsaison mit den schönsten Dirndln, Kleidern und Lederhosen. Einfach zu Trachtentrummer kommen, das Team berät Sie gerne. Das Musical-Duo Egelseer Wenzel präsentiert am 15. Dezember im Volkshaus Feldbach Let It Snow, das Wintermusical für die ganze Familie. Habt ihr noch keine Karten? Dann schnell zur Sparkasse warten. Wir begrüßen euch bei unserer Show. Let it snow, let it snow, let it snow. Karten bei allen steiermärkischen Sparkassen im Regionalraum Feldbach und Fürstenfeld oder unter www.anjawenzel.at. Der Fahrzeugtipp der Woche wird Ihnen präsentiert vom Autohaus Uitz aus Feldbach. Die aktuellen Angebote sind ein Ford Start-up mit Klimaanlage, ein Mercedes-Benz Kastenwagen in Blau und ein Kleintransporter der Marke Ford mit 110 PS. Manfred Platzer vom Autohaus Uitz freut sich schon auf Ihren Anruf.
Der romantische Kurpark in Bad Gleichenberg bildet die natürliche Kulisse für einen Advent, wie es früher war. Am 9. und 23. Dezember haben Sie sogar die Möglichkeit, mit dem Sterndalzug von Feldbach nach Bad Gleichenberg zum Adventmarkt anzureisen. Gemeinsam den Zug mit Sternen schmücken und ein Weihnachtsstück miterleben. Ein besinnlicher Ausflug für die ganze Familie. Salzstiegl, Ihr Winter-Fitnessstudio in frischer Luft. Eine Möglichkeit aufzutanken, aktiv Ski zu fahren, einen Tag mit der Familie zu verbringen oder einfach sich selbst etwas Gutes tun. Mehr unter www.salzstiegl.at. Salzstiegl schnell erreichen in nur 50 Minuten von Graz und 70 Minuten von Feldbach. Richtig animierende Werbung braucht viele Werbeseiten oder digitale Werbespots. Top-Video-Werbung mit Impact-Display-Werbung. Infos unter www.im-pakt.at. Sie wollen Ihren Betrieb, Ihre Veranstaltung oder Ihre Werbung auf VulkanTV sehen? Nutzen Sie das weitreichende Verbreitungsnetz von VulkanTV und informieren Sie sich rechtzeitig bei unseren Kundenbetreuern. Bei uns eingeschaut auf www.vulkantv.at. Ja, wir sind heute wieder mal in Neuzerlach bei Kurt Hammer. Er ist der bekannte Jochen Lind-Sammler, aber heute beschäftigen wir uns mit seiner Winnetou-Sammlung. Du, wann ist deine Winnetou-Leidenschaft ausgebrochen? Ja, eigentlich als Bub schon, wie wir da Schule gegangen sind. Das muss 69 gewesen sein, wie wir das erste Mal im Fernsehen die Schwarz-Weiß-Filme gezeigt haben. Und dann waren wir weg eigentlich. Das war, wenn wir das gesehen haben, hat es nur mehr Winnetou gegeben. Und wie hat das dann angefangen, deine Sammlerlei? Was hast du zuerst gesammelt? Ja, zuerst haben wir gesammelt, dass damals sind ja die Autos nicht durchgefahren und haben für die Kino die Werbeprospekte ausgekappt. Doch, die haben wir am Straßengraben zusammengeklappt. Damals die Bütteln alles was waren, heute kannst du das ja eh nicht machen. Und das haben wir alles schon gesammelt. Und beim Kino, wenn was war, ein bisschen uns was gekriegt hast, irgendein Prospekt. Und deine richtige Sammelleidenschaft hat ja dann erst ein bisschen später begonnen. Die hat später begonnen, weil so viel hat es nachher nicht gegeben und der Punkt war immer auch selber wichsen zum Besitzen. Und damals hat es ja nichts gegeben und erst mit dem Alter und mit der Erfahrung nachher, wie wir so weit waren zum Selbstbauen und 1990 praktisch haben wir nachher mal schon geplant, aber das hat nachher noch lang gedauert, bis zum Umsetzen gekommen ist. Und da hat das Überbixen ist halt auch um. Genau, richtig. Der ist original nachgebaut. Der ist original nachgebaut nach der echten. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das schauen wir uns jetzt an, richtig, ja. Ja, die Bixen hast du gebaut. Wie lang brauchst du dafür? Bis ja, da haben wir schon einen kurzen Monat gebaut. Also das ist ja alles quer gewesen zuerst einmal. Nein, es war eigentlich, haben wir schon ein neues quer gekauft. Ja. Aber komplett das ganze Holz abgenommen. Es war ein Jock quer. Und dann haben wir ein zweijähriges Nussholz gekauft, also es muss ja getrocknet sein. Weil wenn man die ganzen Einlass, die Schlösser und das, ja, darf ich nichts mehr nacharbeiten. Und diese ganzen Holzarbeiten sind dann alle neu angefertigt worden? Alles neu angefertigt worden. Alles original? Nach alles original, laut Foto. Wir haben da von den Fotos oft, ja, nachgeschaut. Auch die Anordnung von den Nieten. Und wo ist die Nieten her? Die Nieten hat mir eigentlich der Mervyn Andreas aus Feldbach besorgt. Da hat es, glaube ich, einen alten Schuster gegeben, einen Tal, und den Tal habe ich nachher woanders gekauft. Mhm. Und diese Bixen ist eine Scharfe, mit der das kannst du schießen? Das ist eine Scharfe, mit der kannst du echt schießen. Ist aber zur Zeit, indem dass ich die live zugepfropft habe, schussunfähig gemacht, weil sie ja frei steht. Ja. Und das muss man noch mit einem kurzen Umbau, geht das noch schon, aber sie ist eine Scharfe. Ich glaube, wir werden uns jetzt ein bisschen deine Sammlung anschauen. Ja. Die Silberbixen nehmen wir mit. Ja. Die gehört dazu. Ja, genau. Und Gäbe-Alben und so weiter, was, ja, du alles möglich, genau, da hast. Ja, da sind wir jetzt bei deiner Sammlung von Büchern, Autogrammkarten und natürlich diese Klebehefte. Die sind aus deiner Jugend erhalten. Die sind aus meiner Jugendzeit, ja. Die hast du bereits als Kind schon gehabt. Gesammelt. Die hat es Kirchwacht beim Geschäft damals gegeben.
haben wir die Büttel gekauft, da waren so Sachen, das Album hat man können kaufen. Und dann die Schultern eigentlich haben wir untereinander schon austauscht, so wie es heute die Fußballbicken haben und damals die Karl-May-Sachen. Und da hast du die einzelnen Filme, zum Beispiel Unter Geier. Und Winnie du 3, ja. Und Winnie du 3. 2 und 1, ja. 2 und 1. Und die Filmbücher, das sind die Filmbildbücher. Ja. Da sind eben diese einzelnen Filme sehr stark illustriert. Komplett, sehr stark illustriert, auch beschrieben alles, die Schauspieler. Und das war eigentlich in unserer Jugendzeit, hat es fast in jeder Bibliothek zum Ausleihen gegeben. Mhm. Also im Vorbibliothek, was wir gehabt haben, haben wir die ausleihen können damals bei den Büchereien und noch zurückgegeben nachher. Und die hast du jetzt über eBay oder? Die habe ich bei Börsen oder über eBay geschaut, ja. Und da hast du von allen Hauptdarstellern. Ja, da habe ich wirklich von allen Hauptdarstellern Autogramme. Die lasst ihr unten geben, wenn es euch begegnet. Genau, wenn wir uns begegnen, vor allem bei den Treffen, weil wir ja jährlich zusammenkommen, sind wirklich viele Schauspieler aber dabei. Aber die klassische Figur war ja der Bear Bries. Der Bear Bries, und mit dem war ich heuer beieinander, ne? Ja, es wird 83 Jahre. Der ist 83 Jahre und ist wirklich ein Traum gewesen. Speziell am Drehortplatz mit ihm zusammenkommen. Ist super gut aufgelegt gewesen und alles. Ja. Da ist der Bear Bries. Ja. Das und hat er mir persönlich signiert. Ich bin da 1992 mit ihm beieinander gewesen in Graz bei der Messehalle. Da war auch so eine Karl-May-Ausstellung und damals hat er mitgespielt Schloss am Wörthersee. Mhm. Und da war Drehpause und da ist er am Sonntag hingekommen. Und da ist er ja dann anschließend nach Gleichenberg gekommen. Aber du hast auch vom Lex Bakker Autogramm. Lex Bakker gibt es auch Originalautogramm, was man auch auf Börsen erwischt. Ah, hast du auf Börsen? Ja, was schon sicher ist, dass er original ist. Er ist ja gestorben, wann ist er gestorben? Der ist schon 1973 gestorben, mit Herzinfarkt in New York drüben. Und da sieht man zum Beispiel das Originalplakat für, was war das für ein Film? Das war Winnie du 1. Winnie du 1. Ja. Und ihr habt das Original bei diesem Stein nachgestellt. Nachgestellt, ja. Das ist der Dr. Jan Kotten aus Tschechien. Und das bin ich und wir haben das 2007 im Mali Alan, das ist der höchste Berg Kroatiens, haben wir das gesucht, anhand der Fotos den Felsen ausgesucht. Ja. Und dann haben wir das Foto nachgestellt. Ja, da sieht man ja da den Kopf da. Genau, das dann, die Verzweigungen da, die Augen da. Ja, und das ist üblich, dass die Fans an diesen Schauplätzen fotografieren. Richtig, das ist üblich, ja. Das ist unser so ein Detektiv suchen. Jeder, der noch was Neues entdeckt. Das ist eure Leidenschaft. Richtig. Gut, dann habe ich auch noch gesehen, dass du mit anderen Schauspielern, mit der Versini, glaube ich, bist auch einmal abgebildet. Ja. Das ist die Schwester von Winnie. Das ist die Schwester, genau, also Marie Versini. Die Filmschwester. Richtig, ja. Und das eigentlich bist du. Alle Jungs verliebt waren in ihrer damals. Ja, und das bist du. Das bin ich, ja. Ja, da haben wir alle sehr mitgelitten mit dem Schicksal, genau. Soweit mich erinnern kann an diese Filme. Und da ist sie im Film. Da ist sie im Film, das ist Old Firehand. Ja, da könnte man natürlich stundenlang über diese ganzen Filme reden. Es sind ja 20, 30 Winnetou-Filme insgesamt gedreht worden. Danke, dass du uns Einblick gegeben hast in diese Sammlung und vor allem unseren Sehern Einblick gegeben hast. Und vielleicht gibt es wieder mal was Neues über Winnetou, dann sehen wir uns wieder. Richtig, ja. Grüß dich. Okay, gut. Servus. Grüß dich.